Es ist wieder die Zeit gekommen für problematische Beziehungen, aber auch ein bisschen Love bei Bachelor in Paradise. Woo! Super romantisch wollen wir natürlich diese Woche starten. Wir bekommen auch ganz schön viel Besuch, weil viele neue Kandidaten ins Paradies rangespült werden. Wer sich natürlich die ganze Folge aber angucken will, kann das auf RTL Plus machen. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren und wir genießen es gemeinsam und wir schauen mal, wer direkt reinkommt. Die neue Woche startet mit einem Überraschungsgast, der dem Paradies in der Vergangenheit ein wildes Potpourri an Gefühlen bescherte. Way, direkt die erste Szene, direkt schon ein neuer Kandidat. Obwohl, so neu ist er gar nicht, weil er jetzt schon zum dritten Mal bei Bachelor in Paradise ist. Ja, der Michi. Wieso man das Ganze dreimal in der gleichen Dating-Sendung versucht und warum der Sender sowas zulässt, keine Ahnung, aber er ist da. Ui, toll. Oh. Und Dias, was geht ab? Neuer Typ hier, ne? Hi, Tom. War jetzt aber auch direkt die herzlichste Begrüßung, die man sich vorstellen kann. Wow, ein neuer Mensch, du bist gar keine Putzkraft, ja dann mal hi. Wow, da lobe ich mir Love Island, wo die alle dann rumschreien. In der letzten Staffel, wo er dabei war, fand mich irgendwie jeder toll, was ich nicht ganz verstanden habe. Allerdings war er heiß begehrt und hat es dann auch sogar ins Finale geschafft, wo er dann eine Frau verarscht hat. Die letzte Rose bedeutet für mich, dass sie mich hier im Paradies echt in dich verliebt haben. Da war sie, die Natalie, damals. Ach, was waren da schöne Zeiten. Ja, er hat sich nämlich hardcore verliebt und sich dann nie wieder gemeldet, weil er draußen eine andere hatte. Ganz toll. Und da denkt man sich doch jetzt sogar doppelt. Wow, der meint es bestimmt ernst. Du hast zu ihr gesagt, du hast dich verliebt. Und nachdem du rausgehst, meldest du dich nicht mehr bei ihr. Wenn man einen im Hinterkopf hat oder einen im Kopf hat, dann gehe ich nicht da rein. Wir sind da alle hingedampft, wie man kennt. Und die ganze Armee hat sich auch damals beim Wiedersehen darüber aufgeregt. Zu Recht, wie ich finde. Allerdings liebe ich es doch immer, wie sie dann sagen, hey, wir sind doch alle hier wegen der Liebe gewesen. Du nicht, du warst wegen des Geldes hier. Verurteilen wir. Doch nur unangenehm. Aber was gut ist, Jade ist ja da, die erinnert sich bestimmt daran und kann dann allen gleich davon erzählen. Das bedeutet, der fliegt bestimmt früh wieder raus, oder? Oder? Ich war bei der ersten und bei der zweiten Staffel auch schon dabei von BIP. Erst und zweite warst du auch schon dabei. Ich bin quasi der Menderes von Bachelor in Paradise. Hey, der Menderes von Bachelor in Paradise, wie uncool. Also, Menderes an sich ja nicht, aber das dauernde Auftreten in der immer wieder gleichen Sendung, um hoffentlich irgendwas zu erreichen, ist jetzt nicht cool. Trotzdem sind manche Frauen direkt schon von ihm angetan. Also den Michi, den finde ich nicht schlecht. Also auf den, auf sowas habe ich gewartet. Die ganze Zeit fand die Steffi den Leon toll und dann kommt der Michi und dann so, wer ist Leon? Auf den habe ich gewartet. Ja, auf jemanden, der ich dann wieder verarscht? Cool. Wie nice ist das denn bitte? Was hält denn Leon dann überhaupt dann von der ganzen Michi-Sache jetzt? Ich finde sie gut, ja. Wenn wäre ja gut, würde Konkurrenz belebt das Geschäft. Gucken wir uns das mal an, ne? Ja. Sehr gute Einstellung. Ich meine, so findet man dann auch sofort heraus, hey, wenn ein neuer Mann reinkommt und die Frau direkt mit ihm quatscht und ihn dann sofort besser findet, dann hätte es ja eh nicht gereicht für dieses Pärchen. Und dann ist es doch gut, wenn man das früher rausfindet als später. Er nimmt es also schon mal sehr erwachsen. Allerdings finde ich nicht nur Steffi den Michi super toll, sondern auch noch andere. Michi. Aber das ist schon nicht schlecht, aber ich wurde markiert wie Sau. Der hat mich extra dann so genommen. Gera. Shakira fand den Michi auch toll, aber Tom hat sein Revier markiert. Allerdings hat er sie nicht gegrabbt und sie an sich rangezogen, sondern naja, die Arme aufgemacht und sie ist reingelaufen. Das ist schon ein Unterschied. Ich finde, man sollte das auch dann so benennen. Du kennst doch so Worte und alles. Ja, jetzt ein bisschen her, das ist das dritte Mal im Paradies. Ja, stimmt. Da wüsste ich jetzt nicht so genau, ist das dann, ist das jetzt so Showman, so ist er hier drin wegen. Da muss man wissen, ob man da Bock drauf hat. Ja, das sollte man definitiv herausfinden. Wobei er wahrscheinlich wirklich für die Show nur da ist. Weil wer ist denn bitte dreimal im Paradies? Niemand. Von Heimspiel für mich. Außer Paul. Und der kriegt ja auch keine ab, sondern ist so viel Fame da. Und kriegt nicht mal Fame. Mit dem neu eingezogenen Michi merkt dann aber Steffi auch sofort, dass bei ihr und Leon so ein bisschen eine Flaute eingekehrt ist, weil sie einfach nicht harmonieren. Ja, immer schön so Worte, aber dass er auch mal Taten sprechen irgendwie. Und er zeigt mir eigentlich viel mehr, dass er das eben auf Abstand geht, anstatt sich richtig für sie zu interessieren, es ihr richtig zu zeigen. Also so gesehen hat Leon auch gesagt, hey, ich mag sehr gerne das Körperliche, ich will berühren, ich will kuscheln, ich will alles. Und dann macht er es mit Steffi nicht, was ja dann eigentlich bedeutet, dass er es gerne möchte, aber nicht mit ihr. Dass ich dann auch nicht merke, dass irgendwie von Leon mal was kommt, das können aber auch nur meine Gefühle sein, nur sind es eben meine Gefühle und die kann mir ja keiner abnehmen. Und ich finde da wiederum richtig gut, dass Steffi so gemerkt, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen traurig, dass Leon nicht so viel Interesse zeigt, wie ich jetzt gerne hätte. Aber es ist ja auch irgendwie meine Wahrnehmung. Also ich finde es schön, dass sie nicht irgendwie die Schuld bei Leon sucht, sondern sagt, hey, so fühle ich mich gerade. Oh, ich liebe es, wenn wir mit Ich-Botschaften arbeiten. Da muss ich sogar mal klatschen. So, es hat sich einfach so distanziert irgendwie. Also du ignorierst mich vielleicht eben unbewusst, aber du schenkst mir nicht mehr diese Aufmerksamkeit, wie du es davor gemacht hast. Und wir sind hier gerade erst bei Tag 4 oder 5, was ja super früh am Anfang ist. Und wenn es da schon die Luft raus ist,
dann läuft's halt nicht. Wenn du Bauchschmerzen hast, ich bin nicht derjenige, der dich irgendwie festhält, so, sondern ich mag dich extrem gerne. Ich möchte dich auch, um Gottes Willen. Ich mag dich wirklich unglaublich gerne, sonst würde ich auch nicht mit dir sitzen. Sonst würde ich nicht, sonst würde ich da nicht die ganze Zeit so viel rein investieren und ich investiere schon wahnsinnig viel. Ich glaube, aktuell sucht er wirklich das Haar in der Suppe, weil er einfach nicht damit umgehen konnte, dass einfach alles gepasst hat. Das sind immer die ganz problematischen Kandidaten. Wenn alles perfekt ist und alles supi läuft und man sich dann denkt, nee, irgendwas stimmt hier nicht. Also manchmal muss ich ja auch was aufbauen. Aber gut, wir können dann erstmal festhalten, bei den beiden läuft es nicht. Die beiden gehen dann auseinander mit den Worten, lassen wir später nochmal gucken. Und dann wenden wir uns jetzt nochmal anderen Leuten zu. Weil es gibt ja auch schon wieder Dates. Mimi. Oh, fuck. Wer hat es geschafft, dein Herz zu entflammen? Wähle deinen Auserwählten und lade ihn auf ein romantisches Date ein. Und Mimi ist die pure Begeisterung für ein romantisches Date. Sie hat richtig Lust. Ja, wen will sie denn haben? Ich will gar nicht auf ein Date. Wow, Mimi, wow. Nimm jetzt den Yannick mit und sei glücklich. Hat sie dann zum Glück auch gemacht und sie werden ein romantisches Date haben. Sie hat keinen Bock, so gar keinen Bock. Nachdem die beiden allerdings losgezogen sind, haben die anderen schon die Befürchtung, dass wieder ein neuer Kandidat reinkommen könnte. Und wenn der super hot ist, naja, dann können sie nicht dagegen anstinken und dann müssen sie sich vorbereiten. Ich glaube, jetzt kommt ein Typ mit richtig krassen Sixer. Oh, bitte, das wäre nämlich ja mega geil. Allerdings wird es kein Typ mit einem krassen Sixer, sondern ein Girl. Ich glaube ans Gesetz der Anziehung, dass wenn man Wünsche ausstrahlt und einfach ins Universum sendet, hey, ich möchte lieben und ich liebe auch, dass es auch zurückkommt. Glaubt sie generell daran, wenn man irgendwelche Wünsche ins Universum ausspricht, dass dann auf eins zurückkommt? Okay, 1 Million Euro! Ich bin Jasmin, ich bin 23 Jahre alt und habe um Dominiks Herz gekämpft. Naja, gekämpft. Also ich kann mich nicht mehr richtig an sie erinnern. Sie ist, glaube ich, so bestimmt in Folge 3 oder 4 rausgeflogen, weil da ist keine Erinnerung mehr da. Aber gut, sie ist jetzt bei Bachelor in Paradise dabei. Hey, da bin ich wieder. Ich bin einfach wirklich schon viel zu lange Single. Ich bin 4 Jahre Single. Ich würde mich eigentlich echt gerne, oder nee, nicht eigentlich, ich will mich auf jeden Fall wieder verlieben. Die Frau, die an das Gesetz der Anziehung glaubt, wenn man seine Wünsche manifestiert, die ist seit vielen Jahren Single, obwohl sie es nicht sein möchte. Ist das nicht ein Widerspruch an sich? Weil dann wäre sie ja nicht Single und würde die Liebe erfinden, wenn es klappen würde. Anders, was sie glaubt. Ach, egal. Das ist komplett mein Typ, ja, so. Kann gefährlich werden, ne? Oh, wir wollten lieber einen Mann haben als eine Frau. Aber jetzt musst du halt eine Frau nehmen, Jade. Komm damit klar. Aber Danilo hat anscheinend auch da schon Interesse entwickelt. Oh, das könnte dann wieder gefährlich werden. Da es bei Steffi und Leonard sich aber ein bisschen bröckelt, kann man mit Steffi jetzt auch super gut gossipen. Ja, und dann möchte Jade ein bisschen quatschen. Ich dachte mal, Leo, also auch bei der Bachelorette ist er freiwillig gegangen, ne? Mhm. Und ich dachte mal, dass er vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung schwimmt. Ab und zu mal, so. Und mit Leon passt aktuell hier gar keiner zusammen. Wow, es gibt ja nichts Besseres anzunehmen als, oh mein Gott, dieser Mann ist freiwillig gegangen. Oh mein Gott, dieser Mann ist ein bisschen anders in seinem Verhalten als andere Männer. Er ist nicht so ein Supermacho. Bestimmt ist er irgendwie gay. Nein, so läuft es leider nicht, Leute. Während Jade und Steffi jetzt aber über Leon ein bisschen ablästern, ist der mit einer ganz anderen Frau beschäftigt. Ja, wo ist Leon überhaupt? Wie viel wert ist dir Tom? Das ist gerade gar nichts von meiner Seite aus für ihn. Bei euch ging es auch ziemlich schnell, ziemlich ab. Ja. So. Und ist ja auch nicht schlimm, aber trotzdem heißt es nicht, dass ich mit ihm jetzt hier bin, ja, ein bisschen schlimm. Sondern Shakira ist direkt mal reingekommen ins Paradies, wollte am Anfang ein bisschen Waka Waka machen und dann sich dann erstmal umgucken, wer Potenzial hat. Kann man das ungefähr so verstehen? Anscheinend. Naja, aber Steffi steht natürlich jetzt zwischen 2 Stühlen. Will sie Michi oder will sie Leon? Also ich glaube schon, dass Michi mehr Mann ist als Leon. Und ich glaube schon, dass es besser passen würde. Der Michi ist sowas von mehr Mann als Leon. Können wir bitte solche Bezeichnungen einfach mal sein lassen im Fernsehen? Dieses, oh mein Gott, du bist so viel männlicher als der, weil was macht der Tolles? Rülpst der manchmal? Geil. Geil. Aber willst du das mit ihm noch irgendwie klären oder was ist so? Ich weiß nicht, Leon, das ist so ein Abturn. Weißt du, meine Mumu hat gerade so geschlossen und zugeschlossen. Und ja, sag das nicht so. Und, die hat sich abgeschlossen. Die hat sich abgeschlossen, Leon. Und da ist jetzt Wüste, unser Haber ist dort. Es scheint ein bisschen, dass die Liebeleien zwischen Tom und Shakira jetzt nicht so geil waren, wie man meinen sollte. Aber ich muss auch zugeben, dass da wirkt es jetzt ganz kurz so, dass Leon wie der gute Freund wirkte, der ein bisschen mitlästern möchte. Ja. Ich mache mir gerade mehr Gedanken, ob Michi mit ihr spricht, als ob Leon mit ihr spricht. Ich denke mir so, wenn Leon mit ihr spricht. Ja, aber dann ist doch gut so. Steffis Umorientierung scheint also beschlossen. Ciao Leon, hallo Michi. Das sollte sie ihm vielleicht vorher nochmal ganz genau mitteilen, damit da alle Klarheit haben. Aber vielleicht hat Leon ja auch gerade Interesse an Shakira und dem ist das egal. Ich weiß ja nicht, wie dir jetzt alle, vor allem die Jungs oder so, das
erzählt haben, wie es die Situation hier ist oder so. Damals mit Leon oder was weiß ich. Ja, auch. Das ist nur mein Empfinden. Mhm. Ihr solltet wirklich reden. Imagine, der ist einfach gerade erst eingezogen und sagt trotzdem schon, ich habe irgendwie das Empfinden, ihr solltet mal reden. Und die haben ja erst am Morgen geredet. Das Problem ist ja, die reden immer aneinander vorbei. Können die überhaupt richtig Schluss machen oder verstehen das denn beide Parteien? Ich glaube auch nicht. Also wenn du magst. Wenn ich mag, dann mag ich was. Ich weiß nicht, wenn du magst. Also Shakira hat mir ganz deutliche Signale gegeben. Ah, hat sie das? Für was? Was für Signale hat sie dir gegeben? Was passiert denn jetzt? Das Ding ist... Ach so, dass ihr ein bisschen rumknutscht. Aber sie ist doch trotzdem noch mit Tom und du mit... Also, das kam jetzt überraschend. Gut, dann muss man damit jetzt natürlich gut umgehen können. Einfach und sagen, wir haben freundschaftlich geredet, okay? Können wir das irgendwie so verpacken? Versprochen. Ah, sie fahren die gute Taktik, die ja immer klappt. Ey, lasst es niemandem erzählen. Wir schweigen darüber, oder? Okay, ich sag's euch, 2 Sekunden. Einer von beiden wird's ausplaudern. Jetzt kriegst du richtig Stress. Lass mal jetzt ganz weite Wege. Ja. Ich geh mal nach links. Okay, ich will aber einen Drink. Okay, ich gehe nach links. Okay, perfekt. Und die beiden sind doch einfach die Meister der Unauffälligkeit, oder? Okay, lass mal jetzt ganz normal wirken und du gehst am besten da lang und ich geh da lang. Okay. Wow, so gechillt, da wird niemand Verdacht schöpfen. Scheiße, ich hab Scheiße gebaut. Mit wem hast du denn Scheiße gebaut? Nee, komm, lass mal länger drüber reden. Ja, aber jetzt ist doch auch gut. Wow, Leon, gerade von Shakira getrennt, stellst du in die Bar, wo auch Tom steht. Ey, ich hab Scheiße gebaut. Wie lang waren das? Waren das 5 Sekunden überhaupt? Ich denke nicht. Wir können also nur ahnen, dass da sich leicht ein Drama entwickelt. Allerdings schieben wir das mal ganz kurz beiseite, weil wir uns auch das romantische Date doch angucken wollen. Wir haben das im Hinterkopf. Mimi und Yannick sind auf einem Date. Die wollten keine Romantik. Sie kriegen Romantik. Viel Spaß. Nicht zu wissen, was passiert jetzt, um die nächste Ecke abzubiegen und um zu gucken, ist das vielleicht der Laden. Es war mega aufregend. Und das muss immer noch das Beste bei diesen Dates sein. Oh mein Gott, wir können da essen gehen. Anscheinend nicht. Oh mein Gott, guck dir diesen Laden an. Da können wir anscheinend... Oh mein Gott, dieser... Achso, wir gehen da essen. Yay, das ist ja romantisch. Ja, der Schock kommt immer. Aber wo ich zugeben muss, die Kulisse diesmal war auch irgendwie zum Kotzen schön. Die äußeren Gegebenheiten stehen einer traumhaften zweiten Chance schon mal nicht im Wege. Das ist die Kulisse. Mitten in so einer Gasse haben die so einen schönen Tisch, so Susi und Streutschleig. Da sind 10 Millionen Kerzen aufgestellt worden. So viel Mühe macht sich niemand bei Prince oder Princess Charming. Aber da kriegen die es einfach so hingerotzt. Und die haben nicht mal Bock auf Romantik. Ich hätte dir noch angeschoben, aber dann mach. Nein, ich kann nicht so nah am Tisch sitzen. Und ich persönlich finde es immer so probiert, wenn man überhaupt jemanden den Stuhl ranschieben möchte oder die Person dir einen ranschiebt oder du auch jemanden bei der Jacke anziehen helfen willst, weil ich kann es nicht. Ich bin immer verwirrt, wie geht es jetzt? Ich wollte schieben, während du sitzt, es geht nicht. Ach, no. Also das ist immer ein Problem für mich. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, wenn du wirklich auf die zweite Chance hast. Finde ich cool. Es ist auf jeden Fall eine zweite Chance. Ich glaube aber die zweite, aber auch die letzte. Ja, auf die zweite Chance. Es ist aber auch die letzte. Gut. Dann ist das auch schon mal geklärt. Ich will eigentlich so viele unangenehme Sachen fragen. Was? Aber ich will die Situation nicht kaputt machen. Schieß los, ist dein Date. Schieß los, ist dein Date. Mach's ruhig unangenehm. Ich bin bereit für die Fragen. Ja, und einer der ersten Probleme, die mir dann aufschlägt, war, naja, als ich in die Villa gekommen bin, fand ich irgendwie jede Frau geil. Wie ist das denn passiert? Ich kannte Yannick nicht so als Womanizer. Tatsächlich ist dieser eifersüchtige Move von mir voll extrem. Also jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, boah, krass. Ja, boah, krass. Ich meine, könnt ihr euch eine eifersüchtige Mimi vorstellen? Also ich mir so gar nicht. Bachelor 2021. Ich gar nicht. Krass. Einfach geschockt des Todes. Ich hätte auch niemals gedacht, dass er auch so einer ist, der dann sagen würde, ja komm, ey, ich kenne dich 2 Tage, gehen wir in die Love Suite. Also so kannte ich ihn nie. Der war nie so der Aufreißer. Ja, und wie kam das? Aus dem Paradiesalltag. Ja, hast halt nichts zu tun. Du musst dich ganz einfach mit den Leuten beschäftigen. Dann mach's halt irgendwann mal rum. Mimi, das, also wir haben doch auch früh losgelegt. Bist du dich angegriffen? Ich fühle mich nicht angegriffen, aber ich... Hab einfach Angst, dass du nicht erkennst, was ich möchte. Das bist du. Fertig. Oh mein Gott, was war das für ein spontaner Gesichtsausdruck? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie die Tränen zurückhalten wollte oder die kotzte. Eins von beiden war es auf jeden Fall. Weil sie ist halt nicht so für Romantik, ne? Es war ganz... Ich fand's... Du hast getoppt. Und das will ich gar nicht so sagen, weil das dir nicht gerecht wird. Du musst nichts stoppen. Wirklich nicht. Hör mal auf, so süß zu sein. Das ist voll ekelhaft. Aber der ist einfach so hardcore verknallt, oder? Also, wenn die beiden schon mal vorher eine Liaison hatten, dann finde ich das okay und nachvollziehbar, dass da irgendwie noch Gefühle sind, die sich jetzt verstärken und dann nochmal aufkommen. Aber für uns Zuschauer ist das so, was ist da passiert? Also so intensive Liebe kennen wir noch nicht mal aus dem Trash-TV, dass jemand so jemand anders intensiv toll findet. Man denkt sich doch immer so, was, ich glaub dem das voll, dass der Bock auf die hat.
Und das ist super weird. Gut, das Date haben wir dann aber auch abgefrühstückt und können es wieder beiseite schieben. Und wir kehren zurück ins Paradise, wo jetzt der Kuss passiert ist und das Drama ist da. Das hat mich so gefreut. Der kommt zur Bar. Ist Unspaß. Keiner von denen hat irgendwas mitbekommen. So, ich hab Scheiße gebaut. So, entweder der will gerade Steffi eifersüchtig machen, weil die mit mir schießt, aber dafür dich auszunutzen, sorry, fix dich, Junge. Krass. Und das Unheil nimmt seinen Lauf. Shakira und Leon hatten ein schönes Gespräch gehabt, aber jetzt denkt die natürlich, sie wurde ausgenutzt. Und sie denkt sich so, scheiße, ich hab Tom hintergangen, das soll er jetzt erfahren. Ja, das läuft ja schon wieder super. Das einzige Clevere, was sie natürlich jetzt machen konnte, ist, mit Tom zu reden, was hoffentlich auch gut geht. Und eigentlich zwischen mir und Leon ist gar nichts. Wir haben voll lang gesprochen. Und dann packt er mich und dann haben wir rumgemacht. Ich weiß nicht warum. Warum bezeichnet Shakira eigentlich jeden Menschen, der sie irgendwie anfasst, als er hat mich gepackt? Also ich finde die Beschreibung immer sehr viel aggressiver, als wie es wirklich gewesen ist. Also es ändert nichts an meiner Situation, dass ich eigentlich nur Interesse an dir habe. Aber ich verstehe, wenn du keinen Bock mehr hast. Allerdings hat sie dann klar gemacht, ey, es tut mir leid, ey, das war nicht richtig, ich kann das nicht entschuldigen, das soll nicht so sein. Jeder normale Mensch wird sich denken, okay, danke, dass du mir gesagt hast, ich komme mir klar oder hey, ich möchte Abstand, eines von beiden. Tom macht keins von beiden. Wenn jemand anderen küsst, ist auch nicht. Findest du das gut? Nein. Du hättest auch gesagt, ey, was machst du? Willst du mich verarschen? Ja. Ja, und das weiß Shakira ja auch. Sie ist ja jetzt hier hingegangen mit den Worten, hey, ich kann verstehen, wenn du jetzt Abstand willst, das war nicht richtig von mir, alles. Und dann musst du ihr doch jetzt nicht nochmal aus deiner Sicht erklären, dass das nicht cool war, wenn sie es doch schon weiß. Ach, Leute, das ist nicht so schwer. Aber na gut, Tom ist jetzt sauer, er geht noch zu Leon. Kam zum Kuss, ich weiß das. Ich hab sie genommen. Wieso? Naja, das Ding ist am Ende. Am Ende meinte sie halt, sie findet es schade, dass ich nicht auf sie gekommen bin. Dann nutzt du den Moment und küsst, oder was? Also mein glorreichster Moment war das jetzt gerade nicht. Und trotzdem hast du sie geküsst, ja? Was sollte das denn? Also man muss vielleicht nochmal sagen, auch das aus Leons Perspektive, die sind alle in einem großen Dating-Format. Niemand ist da ja mit jemandem zusammen. Und ja, die beiden, also Shakira und Tom, waren ein bisschen am Rumwandeln. Aber Shakira meinte gerade so, ah, mit Tom, nee, will ich nicht mehr rumwandeln, das ist mir zu viel. Und Leon will ja auch gerade mit Steffi nicht. Und dann haben die sich geküsst, weil es bei denen gerade gut lief. Also klar, das ist verständlich, dass sie da böse ist. Aber so ein starkes Anspruchsverhalten, hm. Wer allerdings noch nicht eingeweiht wurde, das war Steffi. Das war gerade hardcore. Ich habe also mit Tom, ich glaube, so das war's froh. Komplett. Wirklich. Was ist bitte auf dieser Poolparty passiert? Was hab ich verpasst? Den großartigsten Bussi der Welt. Naja, immerhin ist Steffi froh, dass sie jetzt mit Leon nicht mehr so viel quatschen muss, weil das ist jetzt vorbei. Was allerdings auch noch richtig traurig ist, ist, dass Shakira sich jetzt irgendwie wie eine kleine Schlampe fühlt. Hör auf zu weinen, ja. Ich hab mich wie die letzte Bist du aber nicht. Und ich hab's dir doch gerade gesagt. Hallo, wenn ich dir das sage. Ja, aber trotzdem. Dann bist du das nicht. Wenn Steffi dir sagt, du bist nicht wie eine Hure, dann bist du nicht wie eine Hure. Steffi ist nämlich die erste offizielle Hurenbestimmerin hier. Ja? Eine Sache zählt für mich immer so. Also, Bros before Hoes. Das kannst du nicht sagen, Digga. Halt dein Maul, Digga. Wow, und Leon findet auch immer die richtigen Worte, nachdem er das Girl von einem anderen Typen geküsst hat. Ey, Bros before Hoes, ne? Eh der geilste Spruch. Alles cool mit dir? Nee. Oh Gott, Leon ist einfach so eine Kommunikationsmaschine. Hey, schön dich jetzt auch nochmal zu sehen. Alles gut, ne? Nein. Es ist anders. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was du dir da denkst. Es ist anders, als es aussieht. Ach so. Oh mein Gott, und er hat einfach jede Floske drauf. Es wird immer besser und besser. Also ich möchte am liebsten daneben sitzen und die ganze Zeit zugucken, wie Leon mit den ganzen Leuten redet und dann einfach nur so. Es wäre amazing. Ich finde es auch wirklich nicht lustig. Lach dich. Nein, echt jetzt. Ich finde es wirklich nicht lustig. Ich habe keinen Bock gerade, dass du hier stehst und dass ich mit dir chill. Oder setz dich da hin. Ich finde es auch wirklich nicht lustig. Nee, alles gut, ich gehe weg, alles gut. Okay, das ist aber insgesamt dann auch wieder ein bisschen jetzt übertrieben. Oh mein Gott, ich kann es nicht ertragen, dass du in meiner Nähe bist. Geh weg. Also er hat jetzt auch niemanden umgebracht, ne? Also es war ein kleiner Schmatzer in einem Dating-Format, wo ihr euch alle gerade kennenlernt. Wer jetzt allerdings denkt, das Thema ist dann irgendwann gegessen. Nein, Tom ist tief betroffen und er muss es einfach jedem erzählen. Nee, gar nicht. Nein? Ich habe nur gehört, es gibt Stress, aber... Ich habe ihr gestern meine Rose gegeben. Ich habe ihr gestern meine Rose gegeben, Digga. Ich habe ihr... gestern die Rose gegeben und jetzt hat sie jemand anders geküsst. Und das kann ja nur eins bedeuten. Also wirklich nur eins. So wie sie jetzt auch heute agiert hat, sag ich mal, habe ich sie auch eingeschätzt. Genau das, was ich im Hinterkopf die ganze Zeit hatte, hat sie bestätigt damit. In meinen Augen, weißt du was in meinen Augen? Weil das so eine Ho ist. Oh mein Gott. Also er ist doch locker der Erste, der mit irgendwelchen Girls antanzt, mit irgendwen rumknutschen würde. Der hat sich die auch von Anfang an gegrabt und sagt jetzt, oh mein Gott, ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, dass es eine kleine Ho ist, weil sie direkt mit mir rumgelungert hat.
Aber mach das ja selber. Es wird ja immer problematischer mit diesen Leuten. Aber ich finde immer ein gut, dass Danilo sofort sagte, ey, das kannst du nicht sagen, das ist nicht okay. Aber das wird dann natürlich noch offensichtlich Konsequenzen haben. Leon und Shakira wollen dann sich aber noch mal ganz kurz unterhalten, wie das jetzt alles hier passiert ist, das ein bisschen aufarbeiten. Da kommen sie aber auch nicht richtig zu. Allein, dass ihr beide redet jetzt noch, ne? Wir diskutieren. Ehrlich, fickt euch. Ich schwör auf alles. Tom ist einfach so eine Drama-Queen, oder? Das ist ja unglaublich. Naja, irgendwann wollen natürlich aber auch trotzdem alle schlafen gehen. Denkt sich so, okay, es ist Schlafenszeit, aber wie soll man dieses Problem nun lösen? Was soll ich denn jetzt heute machen? Sich bei Tom nochmal entschuldigen, nüchtern, wäre schon nett. Leute, ich sag's euch, aber sein Ego. Ja, ich glaube, da kriegt man jetzt auch nichts mehr trocken. Natürlich, also der Tropf ist dann auch gelutscht. Gehst du morgen nochmal hin und sagst, ey, sorry, Boy, das war jetzt nicht so geil. Schwamm drüber, ist ja egal. Aber zum Glück ist ja auch eine Person, die das alles gar nicht juckt. Was? Ist mir alles viel zu viel hier? Euer Drama interessiert mich nicht. Ich bin raus. Haus da rein, ne? Dana Maria, das fühle ich manchmal längst auch ein bisschen. Manchmal, wenn ich Trash TV gucke, denke ich mir auch so, ich kann es auch einfach ausmachen. Am nächsten Tag ist allerdings die erste Person, die dann mit Tom redet, dann doch erst Leon. Nur von meiner Seite aus, es tut mir leid. Ist halt so. Bin ich auch nicht stolz drauf. Männlicher Pragmatismus lässt auf Versöhnung hoffen. Hört mir hier voll leid mit deiner Shakira, ne? Bros before hoes. Und bevor es dann mit diesem Thema noch weiterging, gibt es schon wieder ein Date. Umut, entscheide dich jetzt um das Herz, welcher Frau du heute kämpfen möchtest. Okay, Jana, hast du Bock? Ja. Umut und Jana Maria, die beiden haben anscheinend wirklich zueinander gefunden, wie auch immer das passiert ist. Ich habe noch kurz erwartet, dass er jetzt viel, viel länger nachdenkt, so, wen nehme ich denn? Ich, Umut, der die Auswahl wieder hat. Zum Glück hat er sich schnell für Jana Maria entschieden. Die haben dann ihre Sachen gepackt, sind weggeschifft worden und es gibt wieder Gespräche. Steffi muss Leon noch mal ein bisschen den Kopf waschen. Quasi für dich dann jetzt irgendwie aus und vorbei ist, dann gehe ich zuerst zu der Person hin, in dem Familie. Und das habe ich dir in den letzten Tagen immer wieder gesagt. Wenn was ist, sprich direkt mit mir, aber ignoriere mich nicht. Und das hast du wieder gemacht. Wir können anscheinend überhaupt nicht miteinander kommunizieren. Ich weiß nicht, wie. Also total crazy. Ich finde. Langsam müssen sie es doch verstehen. Wahrscheinlich gucken sich die Sendung auch nachträglich an und denken sich so, wie haben wir es eigentlich geschafft, überhaupt miteinander zu reden? Wir reden ja nur aneinander vorbei. Das einfachste Hilfsmittel wäre weiterhin miteinander reden. Bevor es allerdings mit Shakira und Tom nochmal besser werden könnte, muss hier nochmal informiert werden, was er so gestern gesagt hat. Ja, er hat gesagt, er hat diese Woche nach oben, meine Augen und so. Hat er gesagt? Ja, dann habe ich ihm direkt gesagt. Du hättest das auch irgendwie anders machen können und besser machen können. Heißt noch lange nicht, dass du jetzt so und so eine bist, ne? Ja, und ich finde, mit diesem Wissen kann man doch jetzt in ein klärendes Gespräch gehen und wieder zueinander finden, oder? Nee. Ich sag dir ehrlich, warum? Ich wollte gar nicht mehr mit dir reden. Weil ich habe gehört, dass du gesagt hast, dass ich eine Ho bin. Und da habe ich auch keine Lust mehr, dann zu reden. Ich habe das ein oder andere Glas getrunken. Ja, klar. Und aus der Situation heraus ist das dann entstanden? Tut mir leid. Passiert halt. Und da, auch wenn man es nicht ganz vergleichen kann, ist es wieder perfekt. Shakira hat ein bisschen was getrunken, hat dann mit Leon einen kleinen Bussi ausgetauscht. Ho! Tom hat was getrunken, beleidigt sie dann heftig. Ey, ich habe was getrunken. Also, sorry, passiert, ne? Sie müsste ihn jetzt verzeihen, aber was sie getan hat, ist unverzeihlich. Auf den Sack hier mit dieser scheiß fucking Doppelmoral! Tja, dann wissen wir ja beide, dass das mit uns einfach nichts wird. Ja. Ja. Let's go. Haben wir es ja geklärt, Gott sei Dank. Dann können wir jetzt erstmal getrennte Wege gehen und das Traumpaar von Folge 2 ist in Folge 3 schon wieder nicht zusammen. Generell trennen sich da anscheinend heute die ganzen Leute. Das ist ja super spannend. Mal gucken dann, wie es bei Jana und Umut läuft. Ich glaube, das ist das erste Date, wo ich so richtig nervös davor bin. Du bist doch mit Umut auf einem Date. Ich glaube, da wäre jeder nervös, was da passieren könnte. Ja, habe ich irgendwie ein gutes Gefühl, dass da ein Kuss heute entstehen wird. Hast du nicht Jana Maria eh schon super heftig abgeknutscht, Umut? Also ich glaube, es ist dir egal, du würdest doch einfach loslegen, oder? Na gut, super romantisch wird es bei den beiden allerdings erstmal nicht, weil es steht Sport an. Ich kann es halt nicht, aber versuch's mal gucken. Umut muss um mich kämpfen. Also ich bin jemand, der, was sportliche Aktivitäten angeht, ein extremes Konkurrenzdenken hat. Oh mein Gott, ich gucke viel zu viel Trash-TV. Ich habe ohne mit der Wimper zu zucken gewusst, trotz Stimmverzerrer, dass es Dario ist. Also man erkennt diese Leute teilweise schon. Schrecklich. Umut, du musst dich in einem Fechtduell beweisen und gegen den geheimnisvollen Unbekannten antreten. Nur, dass man diesen super geheimnisvollen Unbekannten durch die Maske halt sieht. Also so geheimnisvoll ist das jetzt nicht. Ich habe mich super gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie eine Königin. Wie eine Königin und die mussten für meine Belustigung kämpfen. Und ich konnte mir richtig vorstellen, wie Jana Maria da auch sitzt und sagt, kämpf bis aufs Blut! So richtig da intuit ist. Naja, aber sie haben dann weiter gekämpft und dann ist die Maske irgendwann runtergegangen. Erste Masken sind gefallen.
es ist Dario. Den finde ich ja super hot. Ja, da muss ich Anna-Maria gleich erstmal entscheiden, wen sie haben möchte. Aber vorher wird Dario nochmal vorgestellt. Womit bin ich in Erinnerung geblieben? Ich habe gleich was für dich. Woran sich die Leute sicherlich erinnern, ist der Ring, den ich ihr gegeben habe. Als meine Oma gestorben ist, gab es keinen Ring in der Zeit. Und ich möchte den geben. Das passt zur Situation. Ich glaube, das war auch der Maxime zu viel. Ich glaube, dass das nicht so passt. Deswegen würde ich dir den auch zurückgeben. Okay. Also dieses Mal habe ich wieder Ringe dabei, 8 Stück oder so. Die schenke ich einfach. Auch ein paar Leuten hier vom Team schon welche gegeben. Oh mein Gott, diese ganze Ring-Story. Ich habe sie komplett vergessen. Allerdings finde ich jetzt nachträglich ganz lustig, wenn er es ironisch aufgreift und dann damit ein bisschen rumwitzen will, dass das halt nicht mehr so schlimm ist. Hahaha, witzig. Bin gut im Flirten. Ich habe die Frauen, die ich wollte, eigentlich immer bekommen im Leben. Also wolltest du Maxim nicht haben? Oder bist du einfach gerade ein Lügner und nicht gut im Flirten? Eins von beiden kann nur stimmen. Aber ist ja auch egal, das war Dario. Happy Birthday, wir haben ihn wieder kennengelernt. Jana Maria, wen willst du jetzt fürs Date? Umut, der dich extra mitgenommen hat? Oder Dario? Dario mitnehmen. Hast du Lust? Sehr sogar, ich freue mich. Ja, danke fürs Date an Umut. Ne? Ciao! Ich glaube irgendwie, da ist die Liebe doch nicht mehr so stark. Umut wird natürlich dann zurück in die Villa getreten und alle waren so, was machst du denn hier und wo ist Jana Maria? Ja, und dann musste er erstmal erzählen. Der Mann hat natürlich sein Hemd dann abgenommen. Nimm mal erstmal einen Schluck. Oh Gott, und Umut ist so ein unangenehmer Geschichtenerzähler. Der so erzählt dann so, ja Leute, fleht mich an, dass ich euch die Infos gebe, dass ich weiterzähle. Oh. Ich hasse so People. Drop die Info, wir wollen es hören. Da war ich auch sehr happy drüber, dass er Darios Namen genannt hat. Auf Instagram folgen wir uns halt. Und manchmal liken die sogar gegenseitig ihre Beiträge. Also bei, wie hieß die? Jennifer? Jasmin? Bei ihr und Dario könnte es auch knistern. Aber erstmal muss es ja bei Jana Maria und Dario knistern. Ja. Wir wohnen ja hier in Spanien, in Marbella. Du bist in Spanien? Achso. Ja. Ja, ich wohne hier schon seit 11 Jahren und habe meine kleine Boutique. Das imponiert mir. Aber wohnt deine Familie auch in Spanien? Ja. Willst du zurück nach Deutschland? Ja, oder? Ich glaube schon. Ja? Ich wohne hier, Familie und Freunde wohnen hier, ich habe hier eine eigene Boutique, ich möchte wieder zurück. Okay, gut. Aber wahrscheinlich war auch nur Dario das wichtig. Wer möchte auch eine Frau kennenlernen und direkt ins Ausland ziehen? Was für ein Sternzeichen bist du? Krebs. Diese unangenehme Stille danach. Sagen Leute nicht immer bei jedem Sternzeichen sofort, oh mein Gott, das passt super gut mit meinem? Also wenn das nicht kommt, dann passt ja so gar nicht. Mhm. Aber du bist totaler Krebs. Also das hätte ich dir auch sagen können. Ich habe dich gesehen und wusste so, sowas von Krebs. Weil nicht vergessen, Sternzeichen sagen so viel über deine Persönlichkeit und dein Auftreten aufs. So viel. Eigentlich weiß ich nicht, ob Wassermann zu Krebs passt. Aber ich habe ihm einfach gesagt, dass es passt. So setze ich ihm Floh ins Ohr und vielleicht passt's dir. Und so stelle ich mir alle Astrologie-Begeisterten immer vor. Oh mein Gott, unsere Sternzeichen passen so gar nicht. Das steht hier in diesem Buch. Aber ich finde dich hot, also vielleicht jetzt auch einfach das Buch. Genau so. Die beiden haben dann auch noch ein wunderschönes Klippendate da geführt, kehrten dann irgendwann natürlich in die Villa zurück. Alle haben sich gefreut. Dario! Und richtig gut, Jana Maria ist sofort zu Umut gelaufen, weil sie ihn ja hart gekorbt hat, um das aufzuklären. Tut mir echt leid, dass ich dich nicht... Ich fand's schlimm, ehrlich. Es war schon ein bisschen... egoistisch nee, nein, von mir, fand oder? Ich, nein, überhaupt nicht. Umut ist der interessanteste Mann für mich im Paradies, aber jetzt kam Dario dazu. Und den will man natürlich auch mal eine Chance geben. Ich meine, warum will man auch mit dem interessantesten Typen für sich selbst auf ein Date gehen, wenn man mit Dario gehen kann? Ich muss allerdings dazu sagen, ich fand die Reaktion von Umut ein bisschen überraschend und auch ein bisschen sehr fake mit, hey, gar kein Ding, Brudi, alles super bei mir auf der Seite, alles Toti, weil der ist doch immer der Erste, der sehr gekränkt ist, wenn er merkt, dass er nicht der geilste Hengst im Stall ist. Ich habe heute aber auch so Vergleiche drauf, unglaublich. Und da Dario jetzt allerdings erstmal angekommen ist, wollen sich die Ersten auch in den Rand schmeißen und Jenny Jasmin, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, ich warte, bis ihr Name nochmal vorkommt, dann wissen wir es wieder, die möchte mit Dario mehr Zeit verbringen. Die Schachplätze sind oben. Hier. Soll ich dir mal zeigen? Das ist auch einfach dieser Basic-Move, oder? Am Anfang. Hey, schön, dass du da bist. Ich zeig dir mal alles. Ja, da schlafen wir. Da gehen wir auf Toilette. Da atmen wir. Ich liebe es. Wir wollen uns natürlich jetzt aber auch nochmal andere Leute angucken. Und zwar gibt es Jade und Danilo. Weil bei denen trocknet es auch langsam aus. Bei Danilo und mir ist an sich ist alles gut. Also ich, nach wie vor, wir haben uns gern. Aber es ist halt, ich finde, es schläft so ein bisschen ein. Also ich fühle mich ein bisschen so wie ein altes Ehepaar. Und das nach Tag 5 oder 6. Ein altes Ehepaar. Also sie kennen sich eine Woche und fühlen sich wie ein altes Ehepaar, was eigentlich auch richtig cool sein muss, wenn man sehr früh ein altes Ehepaar-Feeling hat.
Aber es ist anscheinend trotzdem bei den beiden nicht. Um das Liebesleben allerdings ein bisschen aufzupeppen, hat dann Jade recht besoffen die geniale Idee, einfach mal in die Love Suite zu gehen. Guck mal, die Geschichte mit der Love Suite, ne? Ich kann das verstehen, dass vielleicht komisch rüberkommt. Wenn ich halt vielleicht sage, ich will nicht. Grund ist, weil ich dich wirklich mag. Und zwischen dir und mir läuft das im Moment so gut. Und deswegen möchte ich da nichts überstürzen. Und ich finde das so cute eigentlich, wenn jemand sagt, nein, ich möchte dich nicht sofort mit dir rumvögeln, sondern erstmal weiter kennenlernen. Das finde ich cute. Ich hoffe, das ist auch der einzige Grund. Aber es gibt ja noch mehr Gründe. Weil ich einfach gerne mit dir auch mal alleine bin. Aber guck, du musst mich verstehen, okay? Das letzte Mal, wo du da hingehen wolltest, warst du hackedicht. Jetzt bist du auch wieder hackedicht. Und dann hat der Danilo einfach keinen Bock, mit ihr irgendwie Zeit zu verbringen, weil es zu sehr nervt. Und ich glaube, wenn man sein Verhalten irgendwie ein bisschen verändert, wenn man hackedicht ist, also nicht lustig wird, sondern anstrengend, sollte man vielleicht auch weniger trinken. Danilo ist dann auch weggegangen, weil Jade ein bisschen sauer wurde, weil die jetzt nicht Zeit miteinander verbringen in der Love Suite. Ja, und dann war es mit deren Abend erstmal vorbei. Alle sind irgendwann wieder schlafen gegangen, neuer Tag und alle machen wieder auf. War auch einfach zu viel. War wegen bei mir dem bin ich auch gegangen. Du hast ja gesagt, okay, ich bin gegangen, weil ich weiß, du bist hackedicht und man kann mit dir nicht reden, weil du verstehst mich nicht. Ja, dass du gegangen bist, war die beste Entscheidung, weil es wäre sonst komplett eskaliert. Gestern war es ein Riesendrama und sie war richtig sauer und jetzt so, Alter, ich war einfach nur drunk. Ich war einfach nur drunk. Man, war gut, dass du gegangen bist. Und wenn du ihn dann wirklich haben willst, trink weniger. Was man allerdings dann auch sagen muss, ist, dass an einem Abend schon wieder die Nacht der Rosen stattfindet. Die Kandidaten quatschen alle ein bisschen miteinander und auch Yannick und Mimi quatschen. Und wie ist Mimi zu Yannick? Ein bisschen gemein, ein bisschen unterkühlt, ein bisschen auf Distanz, weil sie irgendwie Gefühle nicht so gut kann. Warum auch immer. Ja, das macht ihn traurig. Nach dem Date, nach den Nächten, macht es halt irgendwie keinen Sinn, dass man dann so zu mir ist. Wir sind natürlich ein bisschen weiter. Na und? Fühl dich mal nicht zu sicher. Oh Gott, das ist irgendwie nie cool, so eine Neckerei. Also klar, manchmal ist die ganz witzig so, ja, haha, ist witzig, also dass man so eine Spannung hat. Aber wenn man es zu oft macht und es dauernd macht, dann denkt die andere Person sich auch irgendwann so, ja, verarschen kann ich mich alleine, such jemanden, der Bock hat auf dein dummes Spielchen. Ich suche was Ernstes. Und dann geht die Person. Ich hoffe, das passiert dann nicht. Ich hoffe, Mimi checkt es früher. Was denn? Nicht, ich hab nur ein Foto, komm. Nein. Lipgloss. Oh mein Gott, wie unangenehm. Und das war ein super harter Korb. Ah, die beiden, das wird noch kompliziert werden, ich sehe das kommen. Also es könnte so einfach sein, aber es wird kompliziert. Und da die Frauen aber heute wieder Hosen verteilen, müssen die Männer sich mal ein bisschen ins Zeug legen. Und da denkt Leon so, Shakira. Brich, vor dem Kuss war nicht so schlecht. Ja, war es auch nicht. Wir haben es echt tatsächlich, ich habe echt gedacht, wir kommen aus verschiedenen Welten, so, weißt du, wie ich meine? Ja, kommen wir ja auch. Aber trotzdem war unser Gespräch super gut. Ja, stimmt. Ja, und unser Kuss war auch ganz nett. Ja, stimmt. Gibst du mir eine Rose? Vielleicht. Und da Leon jetzt irgendwie langsam mit Shakira anbandet und Tom das Problem hat, dass er und Shakira da nichts mehr läuft, muss er sich auch jemand Neues suchen. Aber ich finde dich halt auch echt richtig gut, das weiß ich. Das hat er mir gesagt, auch schon mehrmals halt gesagt. Aber das Ding ist, dass ich jetzt halt nicht weiß, sagt Tom das jetzt nur, damit er seinen Arsch retten muss? Oder sagt er das, weil er mich wirklich mag? Tom schmeißt sich jetzt auch noch an Mimi ran und die denkt sich natürlich so, das ist aber trotzdem nett. Und Steffi spricht dir zu, mit Janne kriegst du jetzt das wird ja alles wieder so verwirrend. Ja, dann hat sie einen großen Plan. Aber ich dachte mir, dass Tom einfach mehr verdient hat, hier zu bleiben. Sie müsste über ihren Schatten springen und einfach sagen, ja, okay, Tom nervt mich zwar, aber er hat es verdient, eine Frau kennenzulernen, die zu ihm passt. Und der Leon nicht. Der Leon ist langweilig. Und dann ist Mimi wirklich zu Shakira hingegangen, mit Michi, der es auch witzigerweise klären wollte. Und beide haben sie belabert, Leon rauszuschmeißen und Tom die Rose zu geben. Tom, der sie jetzt Ho bezeichnet hat, dem soll sie eine Rose geben und sagen, hey, du hast wirklich verdient, die wahre Liebe zu finden. Ich meine, Tom ist auch ein problematischer Charakter. Wollen wir das? Nee. Wir hopsen dann aber trotzdem mal kurz zur Rosenvergabe, weil sie werden vergeben. Hätte ich das nicht mitgerechnet. Umut? Ja, Anna-Maria und Umut, weiter ein glückliches Paar. Und die beiden sind auch noch ein glückliches Paar, obwohl wir sie die ganze Zeit vergessen. Sie kommen auch kaum vor. Weiß ich, dass ich bei dir ich selbst sein kann, ohne mich erklären zu müssen. Deswegen möchte ich dich fragen, Max. Willst du diese Rose annehmen? Und ich frage mich, wie langweilig müssen die beiden als Pärchen eigentlich sein, wenn man nichts von denen mitbekommt? Also es gibt so eine Minute Screentime pro Folge und die Folgen sind anderthalb Stunden lang. Wie kann das sein? Ist ja aber auch egal. Jennifer, Jasmin, wie auch immer sie heißt, vergibt auch eine Rose. Dario. Weil sie beide hatten sich als Favoriten, wollten sich beide kennenlernen, haben sich beide gefreut, sich bei Bachelor in Paradise zu treffen. Und jeder denkt sich so, warum habt ihr euch einfach vorher mal geschrieben, wenn ihr euch beide geil fandet? So schwer ist es nicht, wenn ihr euch so gegenseitig folgt. Und deswegen würde ich dich, Danilo, fragen, ob du diese Rose annehmen möchtest. Okay, Jade und Danilo. Und dann gibt es natürlich noch Steffi, die auch gerne einen neuen hat. Und möchte ich deshalb fragen, ob du meine Rose annehmen möchtest. Michi.
Und ich hatte irgendwie kurz gehofft, dass wir ihn sofort wieder loswerden. Werden wir nicht. Aber vielleicht werden wir andere Problemkandidaten los. Ich trinke meinen Rotwein weiterhin gerne. Am liebsten nur noch mit dir. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du meine Rose annehmen willst. Janik? Die Reihen lichten sich. Es blieben nur noch Tom und Leon übrig. Und Shakira muss entscheiden. Und naja, alle haben jetzt zugeredet, Tom zu nehmen. Dann werden wir jetzt Leon wohl los sein. Ich hoffe, dass auch die passende für dich hier reinkommt. Und das heißt auch für dich Vollgas geben. Leon. Wow, und das kam ein bisschen überraschend, aber wir sind Tom los. Immerhin. Also, er hat sich irgendwie besser dargestellt als bei der Betrayed, muss ich sagen. Obwohl trotz, es war irgendwie doch eine Verbesserung, traurigerweise. Aber wir sind hier los. Ich habe mich für die falsche Frau entschieden gehabt. Ich habe die falsche Frau die Rose gegeben, weil sonst wäre ich jetzt immer noch im Paradies. Das ist die wohl vereinfachste Kurzfassung, die ich hier seit langer Zeit gehört habe. Richtig, richtig gut. Naja, und nach der Nacht der Rosen denkt es mir so, Mimi, du und ich, wir sind jetzt ein Pärchen. Ich finde das richtig toll. Und mit dir will ich hier rausgehen und du bist die Einzige für mich. Mimi muss einen Scheißdreck tun. Die kriegt sowieso die Rose von mir. Oder von wem anderes. Ach ja? Ja, ist schon langweilig. Weil du bist einfach die Einzige, Mimi. Ich finde das schon langweilig, aber ich gebe dir hier die Sicherheit. Und Umo denkt sich so, Brudi, du kannst doch einer Frau nicht Sicherheit geben. Bro, das gib ihr nicht gleich direkt so eine Sicherheit. Sag ihr nicht direkt, du gibst ihr... Umo, nein. Umo, Alter, nein. Ich will keine Ratschläge oder sonst jemand. Und ich glaube, das ist das Klügste, was jemals jemand zu Umo gesagt hat. Umo, ich möchte keine Ratschläge von dir hören, weil, no, die sind auch nicht gut. Ich meine, an sich ist es natürlich ein bisschen langweilig und ein bisschen zu viel Sicherheit für diese Sendung, für den Pep, für die Aufregung. Aber es ist doch auch furchtbar süß, wenn er sagt, du bist einfach die Einzige für mich und es bleibt so. Und ich gebe immer nur dir die Rose. Das ist so eine Sicherheit, die schön ist. Dass das wahrscheinlich lange anhält, das wissen wir auch alle. Aber dafür müssen wir erstmal in den nächsten Folgen gucken. Weil hier endet wieder die Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Ich könnte auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.